So, liebe Eiszähler, heute haben wir einen ganz prominenten Ex-Spieler in unserer Doku, den Florian Flecker, frisch zurückgekehrt aus Deutschland, jetzt beim TSV Hartberg. Und Servus Flecki, ich grüße dich. Freut mich irrsinnig, dass du dabei bist. Und ich würde dich bitten, wie alle deine Vorgänger bis jetzt, dass du einmal deinen Werdegang erzählst, wie du bis zu unserem Verein gekommen bist. Und dann reden wir weiter über ein paar Erlebnisse, die es da gegeben hat und auch über dein Werdegang dann in weiterer Folge. Ja, danke für die Einladung, Fali. Nehme ich natürlich gerne an, weil ja, wir kennen uns jetzt schon ziemlich lang und So ist. ja, war für mich klar, dass ich da jetzt mitmache. Ich finde es ein ziemlich cooles Format. Und ja, zu meiner Person, bei mir hat es angefangen, also ich bin in Mura aufgewachsen. Dort habe ich auch mit Fußballspielen angefangen. Dort habe ich gespielt bis zu 15. Dann habe ich dort dann noch LZ Oberes Murtal gespielt, hat das geheißen. Ja, da habe ich eigentlich immer doppelt gespielt, U15 und also bei Mura und beim LZ eben. Danach, ja, wollte ich unbedingt in die Akademie gehen. Bei mir war das damals so, ich bin in Mura Skihopp gegangen, war in der Sparte Langlauf tätig und ja, da habe ich die Entscheidung treffen müssen, Fußball oder Langlaufen. Und ja, die Entscheidung ist mir dann nicht so schwer gefallen. Und ja, dann habe ich eben mich für den Weg nach Kapfenberg entschieden. Ja, das war, glaube ich, 2010. Da bin ich dann, ja, als junger Bub, kann man sagen, eben von daheim weg. Und ja, dann hat das ganze Abenteuer begonnen in Kapfenberg. Hab dort ganz normal die Akademie durchlaufen, mit alle Stationen, U17, 1, 2, 3, alles Mögliche. Und immer die Schule gemacht nebenbei mit der Matura, was ja, finde ich. So laut hören, dass das nur nebenbei gemacht hast, die Schule, aber du warst ja immer ein guter Schüler, insofern ist es wurscht. Ja, also, es hat Spaß, sagen wir so. Genau. Die Matura habe ich, das war das Wichtigste und na, dann war es eben so, dass ich zu Rapid Kapfenberg gekommen bin, eben in der 7. Klasse dann. Ja, da habe ich noch die Ehre gehabt, mit dir zusammen zum Spielen. Warst du auch noch dabei? Und ja, dann war ich dort das erste Jahr. Ja, da war es bei uns war es noch ein bisschen anders. Da waren schon viel ältere Spieler noch dabei. Da war ich bei den Jüngeren dabei und ja, dann bin ich ja zweites Jahr noch bei Rapid Kapfenberg geblieben. Im zweiten Jahr habe ich dann Kapitän sein dürfen. Es war ja lässiges Jahr, weil wir dann eigentlich alle von meiner Schulstufen dann in einer Mannschaft waren und das hat dann immer Spaß gemacht. Dann ist es weitergegangen zu den Amateuren in Kapfenberg. Da habe ich dann ja gutes Jahr gespielt eigentlich und dann war ich ganz zum Schluss beim letzten Spiel schon in der zweiten Liga dabei. Bin aber nicht reingekommen und dann habe ich das Jahr drauf, glaub, meinen ersten Vertrag bei Kapfenberg unterschrieben und war dann ein fixer Bestandteil eben von der Kampfmannschaft. Und ja, da habe ich aber die meiste Zeit, habe ich das erste Halbjahr, habe ich Kurzeinsätze gehabt in der zweiten Liga, habe dann Tag drauf eigentlich fast immer bei den Amateuren gespielt und ja, das hat eigentlich gut gepasst, dass ich meine Minuten auch kriege. Und ich glaube, das ist halt in dem Alter extrem wichtig, dass man da genug Spielzeit auch kriegt. Und zu schön sein, dass man dann sagt, ja, ich spiele jetzt der mal weiter unten unter Anführungszeichen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz Na, genau. besprochen. Das ist Das ist, also, ja, aus meiner Ansicht, dass das extrem wichtig ist. Und ja, in dem Alter ist einfach das Wichtigste, dass du irgendwo spielen kannst. genau. Kommen wir Ja. zurück auf die Rapid-Kapfenberg-Zeit, bevor wir dann ganz weiter vorplatteln, hätte ich gesagt. Ja. Der Trainer war ja damals der Lobo, ne? Genau. Und ich glaube, das war schon eine lustige Zeit. Hast du da das ein oder andere Erlebnis, was du berichten kannst? Ja, also was mir extrem hängen geblieben ist, war eben, ja, dass ich dort in meinem ersten Jahr bei Rapid Kapfenberg war es so, dass ich ja, meine Eltern, also mein Papa hat jetzt nie Fußball gespielt oder so. Die haben mich ja immer top unterstützt und so.
dann war es halt einmal zum, ich glaube, das war das erste Spiel in Dimlach. Und da sind wir eben vom Mura gekommen. Und da haben wir geglaubt, dass wir in Bruckner abfahren können, dass wir da schneller sind. Da war aber, ist ja keine Abfahrt mehr gewesen. Und dann haben wir halt dort in, was kommt das nächste, bei der nächsten Abfahrt haben wir umdrehen müssen, dann bin ich gleich mal zu spät gekommen. Und da war der Luba halt schon richtig streng, sage ich mal. weil er hat uns einfach dort sagen wollen und ja, es ist auch gut gewesen, so dass es einfach extrem wichtig ist, dass man da pünktlich ist. Und ja, also das Erlebnis, da lachen meine Eltern und ich halt noch immer drüber. Und ansonsten war es mit Luba eigentlich immer lustig, weil wenn er selber erzählt hat von seine Geschichten, was er selber erlebt hat als Fußballer und so, und wenn er im Training mitgespielt hat und so, das war eigentlich immer richtig lustig. Und ja, im ersten Jahr habe ich eben noch nicht so viel gespielt bei Rapid Kapfenberg und am Schluss wieder mehr. Und im zweiten Jahr dann, ja, hat er mir so viel Vertrauen geschenkt und das war eine super lässige Zeit. War, glaube ich, ein wichtiger Schritt in deiner Entwicklung, ne? Genau, also viele sind dann halt nach einem Jahr schon weiter zu den Amateuren oder so. Und ich bin aber dann, ja, das Jahr noch geblieben. Natürlich waren wir am Anfang schon ein wenig enttäuscht, sage ich jetzt ehrlich. Aber es hat dann extrem Spaß gemacht und wir haben da eine super Mannschaft wieder gehabt. Und ja, also einfach so eine Rolle einzunehmen und so, wenn man trotzdem noch recht jung ist, das tut, glaube ich, auch schon richtig gut dann. Ganz genau, vor allem wie du angesprochen hast, du warst ja dann ein Kapitän und dann hat man doch eine Verantwortung und das prägt dann natürlich, ne? Genau, das hilft dann sicher noch in seiner Entwicklung. Ich kann mich noch erinnern, weil du angesprochen hast, wir zwei haben ja gemeinsam die Ehre gehabt, den einen oder anderen Ball hast du mir in einer Halbzeitpause versucht reinzumachen. Wenn ich mich so recht zurück erinnere, glaube ich, habe ich jeden gehabt, aber da zähle vielleicht da ein bisschen was. Ja, genau, eben, weil ich halt noch nicht so viel gespielt habe, ja, und du zwar damals warst, haben wir eigentlich, ja, in jeder Halbzeit haben wir halt ein bisschen gespielt und dann hat es gleich einmal angefangen mit dem Hinschießen. Und ja, wie du sagst, ich kann mich auch nicht viel erinnern, dass ich so viel getroffen habe, weil du halt ein richtig guter Damer bist, aber ein, zwei sind dann schon mal reingeflogen. Und, ja, also schlechte Schusstechnik hast du nicht gehabt, auf das habe ich mich dann auch reden können. Ja, genau, also das ist ein Vorteil von deiner Seite jetzt, aber war ein gutes Training eigentlich immer, dass ich eben meine Schusstechnik auch verbessern kann. Das auf alle Fälle. Wunderbar. An was erinnerst du dich sonst noch in Dimlach? Gibt es speziell ein Spiel, an das du dich erinnerst oder so ans Umfeld herunten? Ein Spiel, was ich mir erinnere, ist zum Beispiel das Derby gegen Bruck. Das haben wir, glaube ich, 2-1 gewonnen. Da ist, glaube ich, bei Bruck auch um einen Aufstieg gegangen ein bisschen. 2-0 war es, glaube ich, sogar. 2-0, ja. Und da habe ich auch 1-0 gemacht. Das ist mir schon in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das war mein erstes Tor für Rapid Kapfenberg. Und ja, ansonsten, aber wir sind da, dadurch, dass wir so eine gute Truppen gehabt haben, wir sind ewig gut geblieben in Dimlach, weil eben mit Spezi holen und so, die ganzen Geschichten, wie wir schon öfters gehört haben. Das hat schon fast Kultstatus dann erlangt, gell? Das war ein absoluter Kultstatus, ja. Na, und ich glaube, der Schulden Ranger, schulde den noch ein paar Euro, glaube ich, weil wir haben immer gern bei ihm aufgeschrieben. Und da war es immer gut, aber weil sein Papa aus Tirol angereist hat, die Rechnung. So ist es. Na, hat es geheißen, Stefan, wieso trinkst du so viel Spezi? Ja. Aber ja, wir sind extrem lang dort geblieben nach den Trainings und ja, haben uns da der Gaudi gemacht und so. Und das war schon richtig lustig. Ja. Ich glaube, das war ein schöner Einstieg auch und das letzte Mal, wo wir, sage ich mal, auch das vom Fußball von der Einfachheit her hat verbinden können, weil je höher es aufgeht, desto mehr Druck ist dann natürlich. Ne? Ja, genau. Also da war es halt so, dass wir eben schon, wie gesagt, viel vom gleichen Jahrgang waren und dadurch haben wir jetzt halt, ja, zusammen mit der Naht gewohnt und so. Und ja, deswegen haben wir auch gleich Zeit gehabt und so und das hat eigentlich super passt immer. Sind da auch Freundschaften entstanden, die jetzt noch Bestand haben? Ja, habe ich schon. Also in Grubesitz Stani, im Baumgartner René, dann der Krasser Philipp, also der Baumi und der Philipp waren mich sogar in Berlin besuchen. Cool. Und ja, nein, das so wie Sascha Droger ist noch, mit Reisinger Lorenz habe ich dann
zusammen auf der Uni auch zum Tun gehabt in Graz und so. Also da sind schon richtig viele Leute, die, wo sie schon noch, ja. Das war dann eine richtig lustige, geile Partie. Nicht nur sportlich gut, sondern auch vom Zusammenhalt her. Wie es oft der Fall ist, aber das war schon was Spezielles, was wir damals auch gehabt haben. Ne? Ja, finde auch. War ganz gut. Gehen wir nochmal zu deinem weiteren Weg, weil das interessiert ja unsere Leute auch gerade von Spielern, die dann auch weitergekommen sind. Erzähl vielleicht unsere Zuschauer ein bisschen über die Zeit in Deutschland, weil du bist ja dann über den TSV Hartberg zu den Eisernen gekommen und vielleicht magst du auch ein bisschen was erzählen. Genau, also mein Weg war, ich habe 2 Jahre dann bei der ersten gespielt in Kapfenberg. Bin ich zum WRC gekommen in die Bundesliga. Danach eben noch nach Hartberg, wie du gesagt hast. Und ja, dann habe ich, sage ich mal, die Ehre gehabt, in die deutsche Bundesliga zu wechseln, weil die Union eben genauer in dem Sommer von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen ist. Und dann habe ich gesagt, ich hole mich für die erste Liga. Dann war das eben, ja, hat das Abenteuer Ausland für mich begonnen. Also es war extrem spannend, ja, in so einer Mannschaft einfach, ja, spielen zu dürfen. Leider hat es für keinen Einsatz gereicht. Aber natürlich war das Jahr jetzt in Berlin extrem lehrreich, weil wenn du mit Spielern, so wie Christian Gentner oder so, jeden Tag am Platz stehst, der was über 400 Bundesligaspiele hat und so, ist das schon was, wo du extrem viel mitnehmen kannst. Und ich glaube einfach, dass wenn man einen Schritt ins Ausland macht, das für einen selber richtig viel bringt, weil ja, du bist das erste Mal richtig weit weg von daheim, sage ich. Und ja, du bist auf dich allein gestellt und du erfährst dann erst wirklich, was es heißt, ein Profi zu sein, wie man arbeiten muss, wie man trainieren muss, wie man sich ernährt und so weiter. Also das hat man schon ziemlich viel gebraucht, die Zeit jetzt. Es ist ja dann der nächste Schritt in der Entwicklung, gell? Wir haben ja schon ein bisschen plaudert darüber. Vielleicht erzählst du kurz auch, wie das so ist, zu den Auswärtsspielen weiter weg, wie 300 Kilometer von Berlin, wie das so war. Ja, grundsätzlich sind wir fast das meiste sind wir geflogen. Und ja, die ganzen, die Näheren oder so, waren teilweise schon mit dem Bus oder so wie Leipzig oder so, das geht noch. Aber ja, es ist halt schon ein bisschen gemütlicher Reisen dann in so einer Liga. Und ja, also da wird alles so, ja, gemütlich wie möglich gemacht. Und das hat schon was gehabt. Bitte? Optimiert kann man auch sagen. Genau, optimiert. Das mit deinen Worten zu sagen. So ist es, damit das alles passt. Und uns, wir sind natürlich speziell stolz drauf, wenn unsere Jungs dann auch diese Schritte schaffen. Wir hätten uns ja fast getroffen seinerzeit in München, wie wir in unseren Telefonaten festgestellt haben. Genau. Das waren wir eigentlich nur wenige Meter auseinander in Wahrheit. Ja, genau, war schade. Ich habe das leider erst spät gesehen, dass du dort warst. Sonst hätten wir uns da sicher gut unterhalten können. Ne? Genau, genau. Jetzt bist du dann von den Würzburger Kickers, wo du ja dann deine Einsätze gehabt hast, bis auf genau. Das, was zurückgewechselt bist, nach Österreich zurückgekehrt. Ist ja heute Kapfenberger dabei jetzt dann mit dem Hockey und mit dem Russkurtel. Also so ja. Ist es nicht. Es treffen sie alle immer wieder wo. Und wir hoffen natürlich, dass du unseren Verein auch immer in guter Erinnerung hast und wenn die Gelegenheit sich ergibt, dass du allenfalls einmal vorbeischaust. Auch wenn wir unsere nächste Veranstaltung planen, da werde ich sicher auf meiner Liste noch haben, wie alle gerne, ja. Spieler. Und wenn es irgendwie geht, hätten wir die dann gern dabei. Ja, sehr gerne. Also wir reden viel über die Falken in der Kabine und so. Das sind schon Gesprächsthema. Und ja, jederzeit gerne schaue ich vorbei. Also es ist ja nicht so weit jetzt, weil ich bin in Graz daheim wieder. Jetzt ist ja fast nur mehr ein Katzensprung im Vergleich zu vorher. Da ist es wirklich, die Distanzen sind schon ein bisschen angenehmer. Genau, genau. Flecke, es hat mir sehr gefreut und hat richtig Spaß gemacht, dass wir da geredet haben. Super, ja, danke für den Beitrag. Und ich glaube, wir hören uns Zeit und demnächst wieder. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute für deine Zeit jetzt in Hartberg. War ja super Einstand mit dem Tor gegen die Austria. Hätte ja schlechter laufen können, ne? Ja, das war eigentlich perfekt. Besser kann ich es nicht beschreiben, glaube ich.
Genau, genau. In diesem Sinne, alles Gute, danke und bis gerne, zur nächsten Folge. Danke, Frecki. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Ciao.